Julian, wie war gestern Abend, nun, ich sag mal, die gedrückte Stimmung nach der Niederlage? Ja, alle sehr enttäuscht gewesen nach so einem Spiel gestern, nach so einem harten und emotionalen Kampf. Bis man dann zur Ruhe kommt, dauert es noch ein bisschen. Dementsprechend war die Nacht auch kurz. Was hat in der zweiten Halbzeit gefehlt, um nach der sehr guten ersten Halbzeit dieses Niveau beizubehalten? Ich finde, die Dänen spielen es noch effektiver. Gerade das 7 gegen 6 zu Beginn der zweiten Halbzeit war sehr effektiv. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt da mal einen Fehler gemacht haben oder einen Ball haben liegen lassen. Wir auf der Gegenseite sind nicht mehr ganz so effektiv und das wird jetzt einfach schwierig. Wie sieht der Plan für morgen gegen Schweden aus? Mal alles raushauen. Wir wollen uns hier gut verabschieden. Es geht um eine Medaille, es geht um eine direkte Olympia-Qualifikation. Dementsprechend, glaube ich, haben wir genügend Anspruch. Und handballerisch, was wollen Sie morgen wieder? Eine starke Abwehr sicherlich stellen, aber was kann im Angriff vielleicht noch ein bisschen besser werden? Ja, erstmal eine starke Abwehr, damit wir gut in unser Tempospiel kommen, vielleicht zu einfachen Toren kommen können. Und im Angriff wollen wir wieder breit aufspielen, locker aufspielen, dass wir gute spielerische Lösungen da finden. Meine letzte Frage bitte. Das Niveau dieser Europameisterschaft, wie würden Sie die sportliche Qualität einschätzen, gerade auch von den Top-Mannschaften? Ich denke, es ist wieder Handball auf höchstem Niveau. Man sieht einfach, wie eng die Weltspitze generell beieinander liegt. Gestern das Halbfinale von Schweden und Frankreich war ja, glaube ich, an Spannung kaum zu überbieten. Auch in den Hauptrundengruppen war alles zu jeder Zeit möglich. Dementsprechend alles sehr, sehr eng beieinander. Da wünsche ich Ihnen für morgen viel Glück, viel Erfolg und dann für das direkte Ticket nach Paris. Vielen Dank. Danke, Julian.